So, Hallöchen an alle, die schon da sind und hallo auch hier auf YouTube. Ich befinde mich gerade im Livestream auf TikTok und wir spielen heute mal wieder ein Horrorspiel und zwar Those Who Remain. Wir schauen es uns mal an. Ich fand es relativ interessant und deswegen, wir gucken einfach mal. Ich habe vorhin schon mal reingeschaut, habe mal auf Deutsch eingestellt und alles und deswegen würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange, wir legen sofort los. Viel Spaß dabei beim Gucken auf YouTube und viel Spaß dabei im Stream. Und deswegen legen wir los. Viel Spaß. Edward wird während seines Abenteuers schwierige Entscheidungen treffen müssen. Was er entscheidet, wird das, was, Ende, was, was, warum, warum ist das schon wieder so schnell weg? Oh, okay, wir gucken einfach mal. Du weißt nie, wie glücklich du bist, wenn du ein perfektes Leben lebst. Alles scheint selbstverständlich. Etwas zu verlieren, lässt dich dein Glück erkennen. Etwas zu verlieren, lässt dich dein Glück erkennen. Irgendwann fühlt sich dein Leben wie ein entfernter Traum an. Ein Film, den du vor langer Zeit gesehen hast. Du bist zu jemandem geworden, den du selbst nicht mehr erkennst. Wozu soll das alles gut sein? Ich tue allen weh, die mich lieben, als mich meine Frau am meisten gebraucht hat. Vielleicht ist es an der Zeit, es zu beenden. Okay. Ich bin im Motel direkt bei Dormont. Triff mich dort. Die Nacht gehört uns. Ich habe eine Überraschung. Der Teufel ist ein Optimist, wenn er glaubt, dass er die Menschen schlechter machen kann. Karl Kraus. Okay. Ich kenne keinen Karl Kraus. Also uns entschieden, zu dem Hotel oder zu dem Motel zu fahren. Wir müssen natürlich an diesem Hydranten parken, weil Feuerwehr und so, ne? Ihr kennt das sicherlich. Wir gucken mal, was passiert. Okay, finde Diane. Schauen wir mal, in welchem Zimmer Diane abgestiegen ist. Okay, ich guck mal. Die Maus ist ein bisschen schwierig. Kann ich das vielleicht einstellen? Ich muss mal gucken. Unter Steuerung sind sie vielleicht ein bisschen höher, damit ich ein bisschen schneller gucken kann. Wir gucken mal, ob das was bringt. So. Ja, schon viel, viel besser. Interagiere mit A und B ist werfen. Okay. Okay, ich weiß nicht, warum ich hier Koffer durch die Gegend schmeißen soll, aber gut. Wir machen das einfach mal. Und dann schauen wir mal. Hallo, guten Abend, ist hier zufällig jemand? Hallo? Ach, wir können reingehen. Okay, aber hier ist immer noch keiner. Aber Lilly ist da, das ist doch schon mal nett. So, okay. Hier ist nichts. Wer von euch hat den Besen hier hingeschmissen? Ich habe gesagt, es wird aufgeräumt. Oh, das wollte ich nicht. Gibt es hier eine Klingel? Oh ja, es gibt eine Klingel. Hallo? Danke fürs Liken. Hallo? Hier muss doch irgendjemand sein. Irgendjemand muss doch dieses Hotel leiten. Motel, es ist ein Motel. Hallo, ist hier jemand? Es ist keiner da. Warum ist es hier dunkel? Okay, wer ist das hier? Okay, ein Objekt kann inspiziert werden. Okay, es wird nicht der Dings sein. Ein Objekt kann... Achso, das kann aber auch wahrscheinlich sein, dass die da
Damit mein... Warte mal. Okay. Da ist nichts. So. Dana Smith ist in Raum 2. Das ist ja schon mal gut. Danke für die ganzen Likes. Okay, sehr schön. Nette Musik haben sie auch. Und niedliche Katzenbilder. Der Service hier ist ein Desaster. Ja, finde ich auch. Okay, ich habe gerade ein paar Problemchens. Wartet kurz, wir warten mal, ob es sich wieder akklimatisiert. Okay, ich glaube nicht, dass es sich akklimatisiert. Das ist natürlich jetzt doof. Aber okay. Lilly, danke fürs Folgen. So, was haben wir denn hier? Raum 2, das ist sogar der richtige Raum. Aber er ist verschlossen. Die war doch in Raum 2. Oder täusche ich mich? Nein, die war in Raum 2. Ich weiß es ganz genau. Ich bin mir safe sicher. Wir haben übrigens einen lustigen Smiley da. Hallo? Warum macht denn hier keiner auf? Okay, ich brauche Schlüssel. Wo kriege ich Schlüssel her? Warte mal. So, ich räume mal auf ein bisschen, ne? Aber hier hängen keine Schlüssel mehr. Kein Freizeichen. Okay. Irgendwas ist hier komisch. Huch. Ich hab den Besen nicht umgeschubst, ich schwör. Wie könnte ich jetzt die Tür aufbekommen? Das war doch Zimmer 2, ich bin mir safe sicher. Ah, warte mal, hier gibt's auch noch eine 3. 4. 5. Ich lauf mal. Ich geh mal gucken. 6. Ich könnte jetzt überall wahrscheinlich mal anklopfen. Hallo. Aber so wirklich erreichen tue ich hier niemanden. Oh, ich kann sogar rennen. Das ist schon mal gut. Okay, das ist nur irgendein Dings. Was hat der für ein Kennzeichen? Das kenne ich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das war Zimmer Nummer 2, oder? Raum 2. Ja. Okay. So, gibt's hier irgendwas? Es ist ein bisschen dunkel. Ich mach's mal noch für euch ein bisschen und für mich ein bisschen heller. So, wir gucken mal. Okay, es hilft nicht wirklich viel. Wo muss ich hin? Was soll ich tun? Aha! Eddie, ich habe versucht, dich zu erreichen, aber ich bekomme hier kein Signal. Du wirst vermutlich in einigen Stunden hier sein, also lege ich mich für einen Moment hin. Der Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Ich kann es kaum erwarten, bis du hier bist. Oh, ich bin in Zimmer 2. Diane. Okay, wir wissen auf jeden Fall, was wir machen sollen. Und immer noch die lustigen Katzenbilder, ne? So, einmal in Richtung Fußmatte. Jawohl. Hotelzimmerschlüssel, sehr schön. So. Hä, die ist gar nicht da, die hat uns voll angelogen. Die ist gar nicht hier. Diane? Ja, das wollte ich auch gerade machen. Ich wollte sie auch gerade rufen. Sie hat ihre Tasche hier gelassen?
Das Bett sieht gemacht aus. Oh. Verschwinden im Dunkeln der Nacht. Michael Ridley ist bereits der vierte Fall vor der rätselhaften Verschwundenen. Ähnlich wie bei den anderen Fällen wurden Mr. Rileys Kleider in einer großen Blutlache gefunden. Sheriff Matthews riet den Bewohnern von Dormont dringend, nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu bleiben. Danke an Buck Raisin, Back Raisin, fürs Erreichen des Ziels. Okay, also wir sollen, wenn es dunkel wird, hier bleiben. Was ist das denn? Was ist das denn für ein... Das ist einfach nur ein GIF. Ein animiertes GIF, welches sich bewegt. Okay. Diane, bist du hier? Wartet mal, das Telefon klingelt. Ich muss kurz rangehen. Bleib im Licht. Okay. Bleib im Licht, falls ihr es nicht verstanden habt. Ja, ich bleib dann einfach mal im Licht, ne? Ich würde ja gerne was bestellen, aber leider ist die Rezeption nicht besetzt. Okay. Sie hat das Wasser laufen lassen? Warum hat sie das Wasser laufen lassen? Die Kosten, die da auf einen zukommen. Aber wenigstens Toilettenpapier und eine Dings. Mini-Kühlschrank plündern? Ich glaube, hier gibt es gar nicht sowas wie einen Mini-Kühlschrank. Ich könnte aber alle Schubladen aufmachen und mal gucken, was passiert, ne? Es gibt keinen Mini-Kühlschrank. Wir sind empört. Okay. Hey, Moment mal! Wer zur Hölle? Also, ihr könnt es sicherlich auch erkennen, hoffe ich doch jedenfalls. Wer zur Hölle ist das? Da ist ein Gesicht, definitiv. Da sind Augen. Und nichts anderes. Ich soll im Licht bleiben. Halt, das ist mein Auto. Sorry. Verdammt. Folge dem Auto. Jawohl. Ich folge dem Auto. Hier ist gesperrt. Ich kann doch nicht dem Auto folgen. Das ist doch viel zu schnell. Da hat jemand unser Dings geklaut. Was mache ich jetzt bloß? Diane ist nicht hier. Dieser Ort ist verlassen. Okay, Y drücken, um Ziele anzuschauen. Begebe dich nach Dormont. Okay, wir schauen mal. Du da, hilf mir! Die Straßenlaterne fällt aus. Du musst. Oh, Was ist gerade passiert? Das weiß ich nicht. Der ist einfach kaputt. Und runtergefallen. Ich kann nicht rennen, by the way. Ja, ich würde ja gerne im Licht bleiben. Aber hinter mir geht irgendwie alles kaputt. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Okay. Ich habe gerade die Dinger hier wahrscheinlich angeschalten. Lasst mich mal gucken. Jawohl. Das ist war früher halt nicht so, dass man das so mit Batterie oder Akku machen kann. Denke ich mir. Oh Gott. Sir? Kann ich Ihnen helfen? Lady? Hallo? What the fuck ist hier passiert? Da ist ein Haus. Da ist ein Haus.